Läuft schon. Macht Sachen. Sachen machen. Dieses Paket habe ich geschenkt gekriegt, um ein Unboxing daraus zu machen, ein Video darüber zu machen. Und für mich ist es was Neues für den Computer. Und ich habe mir da gedacht, wird mal vielleicht Zeit, brauchst du mal was Neues, das hast du schon so lange. Und dann kommt mir gerade wie gerufen, ne? Man hat mich angeschrieben, ob ich nicht Bock hätte, Video zu machen und einen Produkttest zu testen. So gesehen, Produkttest. Ne? Also packen wir es jetzt erstmal aus, ich sage Unboxing, nicht? Ne? Oha. Okay, das Messer ist stumpf. Das geht ja doch ein bisschen. Oh, das ist das komische Klebeband, wo diese Schnüre mit drin sind. Das ist so schnell nicht kaputt. Das Heft. So. Aber ich bin ganz mit Milch und Nuss ganz voll in Schuss, weil das mal das erste ist, was ich testen darf als Produkt. War dieses nette Gatorade. So. Ein nettes Paket, muss ich sagen. Ja, Kondensator Studio Mikrofon Set. Jetzt bin ich mal gespannt, was da drin ist, Leute. Laut Amazon ist ein Arm dabei, wo ich das Mikrofon festmachen kann mit so einer Spinne. Popschutz dabei, wie er so als so einen kleinen, ich sag jetzt mal, Untertasse oder halt, wo du eins draufstülpen kannst aufs Mikrofon. Ja, hier hinten haben wir dann nochmal die technischen Daten stehen. Hier oben kann man das schön mitverfolgen. Dieses Produkt ist von Baona gesponsert worden und ich würde sagen, wir gucken mal rein. Ja. Unter die Fingernägel haben, dann kann ich, komme ich wenigstens dazwischen. So. Eigentlich ein sehr stylischer und netter Karton, muss ich sagen. Ne, Murphy? Ja. So. Da haben wir dann einmal den Popschutz. Sehr schön. Teil 1. So, dann haben wir die Bedienungsanleitung und ein bisschen Werbung. Hashtag Werbung. Happy, thank you for shopping. Jo, kein Problem. Ja, da haben wir diese Halterung für den Popschutz. Das habe ich für mein altes Mikrofon auch, aber da benutze ich lieber das hier, weil das ist doch so ein bisschen zu sperrig, wenn man auf den Monitor gucken muss. Ja. Der Popschutz ist ja auch nicht gerade klein. Nee, das nicht, aber das hier, schauen wir mal. So, mal gucken, was hier noch drin ist. Oh, konnichiwa. Ja, dann haben wir einmal das Kabel, das ist das Wichtigste, das muss man anschließen können. Dabei muss ich sagen, der Kameramann, der hatte ein Gerät, das nennt, ich sag jetzt einfach mal einen Verstärker oder so, wo ich das anschließen kann und darüber dann an den Computer per USB, weil ich sowas nicht habe, weil ich habe jetzt dieses Mikrofon besteht nur von USB-Anschluss und nimmt dann halt nur vom Strom, vom Netzteil etc. PC. Ja, also Murphy, danke, Kameramann. So, da das Mikrofon, das ist noch drin. Dann haben wir noch den Arm. So, da ist der leicht. Ui, ui, ui. Und der ist klein. Naja, wenigstens ist ein Arm dabei für die Leute, die heute wahrscheinlich fürs Kabel zum Festmachen. Die ein, was wollte ich jetzt sagen, den kleinen Computertisch haben. Für die ist das eigentlich sehr praktisch, würde ich sagen. Ja, die Spinne, die kennt man. Da drückt man dann schön auseinander, klemmt das Mikrofon ein, schraubt das dann, wie gesagt, auf die dafürige Station. Wir machen das einfach mal. Zack. So. Was fest ist. Oh, das bewegt sich sogar. Oh. Geile Technik. So, muss man es einfach mal hier liegen. Um das Ganze dann am Tisch zu befestigen, gibt es dann noch ein Spielzeug dabei.
eine Klammer, schön schwarz. Ich glaube, kann man den wieder so festmachen. So. Ich würde es eher so machen, weil da steckt man das Ganze dann. Ja, da habe ich jetzt die Schraube dran. Die drehen wir jetzt mal raus. So, jetzt passt es rein, kann man festmachen. Und dann ist das eigentlich so diese Geschichte. So. Konstruktion ist einfach und jeder Narr kann das verbauen. So, jetzt kommt das Hauptteil. Ein schönes kleines Mikrofon, schön handlich. Von Marona. XLR-Anschluss. Matt, schwarz, metallic. Hat was. Ich finde es halt schade, dass hier noch ein bisschen eine Beschreibung fehlt oder irgendwie sowas. So ein Zettel halt, was damit auf sich hat. Gucken wir mal hier rein. User Manual. Gut, dass ich Englisch kann. Das ist ja ein deutscher Kanal, das dann zu erwähnen. Und da sieht man dann noch die Betriebsanleitung, wie man das in Betrieb nehmen kann. Ja, interessant, ne? Ich finde das Bild hier unten interessant, ne? Der Mund macht die gleiche Ausstrahlung. Das ist X, das ist Maona, keine Ahnung. Ich weiß jetzt das nicht gerade, wie ich das wirklich deuten soll, du? Wenn du das Mikrofon so rumhältst, dann kannst du reinsprechen. Wenn du das so rumhältst, dann kannst du nicht reinsprechen, dann hört man nichts. Ach so, er hat's verstanden. Ah, er kennt sich aus, danke. Technische Details oder was? Kann ich jetzt nicht viel zu sagen, ich kann halt nicht Englisch. Schade, dass so ein englisches Manuskript dabei ist und nicht auf Deutsch. Englisch hat in der Schule nicht aufgepasst, jetzt ein 6. Ja, also, ja, das ist erstmal für das Unboxing hier. Und dann halt, wie es aufgebaut ist, wie es aussieht. So, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind jetzt rüber geswitcht und zwar spreche ich jetzt gerade mit meinem alten Mikrofon. Um halt mal auszutesten, ja, hört sich irgendwie ein bisschen anders an, ne? So, ich habe auch einen Popschutz hier drauf, hat da die, weil dieses Mikrofon komplett außenrum aufnimmt, also auch die Nebengeräusche, also ich habe ja hier verputzte Wände und ja, da schallt das halt gerne die Stimme zurück, deswegen der Pop, damit das mehr von mir von vorne auch die Stimme aufnimmt, anstatt jetzt außen rum. Ne? Ich kann ja so die ganze Zeit rumgehen, ne? Und man hört mich dann auch irgendwie so. Das ist, ja, deswegen, ja, das alte Mikrofon gerade mal im Test. So, und ich würde sagen, wir switchen jetzt einfach mal rüber zu dem anderen Mikrofon. Jawohl. So, da ist auch schon eine Veränderung, wie man jetzt hören kann. Oder sagt, wow. Das hört sich ja ganz anders an. Oh ja, das auf jeden Fall. Ich habe mich mit einem Freund unterhalten. Der meinte zu mir, ach, das, ich sollte doch wieder das Auna nehmen, weil das neue Mikrofon ist scheiße. Nein, ist es definitiv nicht. Das spricht, glaube ich, nur der pure Neid. Ihr habt ja jetzt selber den Vergleich gehört. Ja, erst Auna und jetzt Maono. Ey, und ich denke, boah, geil. Selbst im Stream sind die begeistert, sagen, boah, easy, Alter, das hört sich richtig geil an. Selbst ein Stream-Buddy von mir hat mich gefragt, welches Mikrofon das ist, wo ich das kriegen kann, weil er sich das auch kaufen möchte. Ja, WTF? Ja, ich habe gesagt, ich habe ihm den Link gegeben von Maona auf Amazon. Ist so für 70 Euro. Er sagt, er hat sich sofort gekauft. So, alles klar, geil. Jetzt brauche ich nur noch, welches Mischpult ich dabei. Ich habe, das ist ja ein Kondensatormikrofon. Und ja, das läuft über ein externes Mischpult, also via XLR-Anschluss und dann über USB in den Computer. Fertig. So, und das ist kein extra Netzteil des Mischpults. Das läuft alleine nur über dann halt über das Netzteil vom Computer. Vom Stromanschluss über USB, ne? Also darüber wird das dann halt gespeist. So, ja, hab da soweit ein bisschen was eingestellt und wie man hört, hört man sehr viel. Einfach genial. Maono, vielen Dank für dieses geile Mikrofon im Bundle. Ja, du hast einen Arm dabei, du hast so einen Popschutzarm.
dabei. Du hast noch einen Popschutz, wo du es übers Mikrofon stülpen kannst. Mache ich jetzt nicht. Da das verfälscht dann die Stimme schon wieder. Ich finde es so super, wie es jetzt gerade ist. Wie gesagt, ich konnte es eine Zeit lang jetzt testen. Sorry, Vera, dass das Video jetzt etwas hat auf sich warten lassen. Nur ich hatte mit einem Render-Videoprogramm Probleme. Das wollte nicht richtig rendern. Und ja, und ich dachte, lass mal ein bisschen, erstmal ein bisschen streamen und so, ein bisschen chatten. Und vielleicht fällt dir noch was ein, was ich verändern kann. Ich habe jetzt ein anderes Overlay, habe ich ein bisschen umgebaut. Und ich habe jetzt noch ein Bild hinzugefügt, wie ihr seht. So kriegt ihr das Paket zugeschickt, wie ihr da sehen könnt. Da oben, da. Und meine Katze nervt mich gerade. Dieses Set ist einfach für den Preis super. Das Mikrofon ist einfach top. Ja, das ist einfach top. Es ist jetzt kein Mikrofon, das was jetzt schon ewig lange auf dem Markt gibt oder so, wo man sagt, das ist eine bekannte Marke. Von der Marke habe ich bis jetzt vorher auch nie was gehört, seitdem, wo ich angeschrieben worden bin und das so als Produkttest zu machen. Ich denke, wow, geil, dass ich mal das Bedürfnis komme, einen Produkttest zu machen. Danke, Maono, für den krassen Respekt. Vielen, vielen Dank für den Mut eurerseits, mich anzusprechen, ob ich das machen würde. Vielen, vielen Dank. Ich kann mich nur bedanken. Es hat mir viel Freude und es macht mir viel Spaß, mit diesem Mikrofon weiterhin zu streamen. Und vielleicht mache ich nochmal weiter Let's Plays. Ist was anderes. Aber auf jeden Fall macht es mir richtig viel Spaß, mit dem Mikrofon zu arbeiten und mit den Leuten zu unterhalten. Und das Feedback darüber ist einfach genial, weil ich habe jetzt einen, wie gesagt, Stream-Buddy, der sagt, der hat sich das jetzt gekauft. Der hat sich jetzt auch das Mischpult gekauft dazu. Ja, läuft. Maono, super. Geiles Produkt, richtig toll. 70 Euro. Mit dem Mischpult dabei bist du bei 40 Euro, hast du knapp 100 Euro, aber dann hast du echt ein gutes Set. Kannst nicht meckern. Da hast du eine Mischpult, kannst du noch ein paar, zwei, drei Sachen einstellen, falls Interesse besteht für das Mischpult, was ich da jetzt drüber gekoppelt habe, dann einfach mal unter dem Video eine Nachricht schreiben und dann gibt es dann immer mal den Link dafür. So, das ist eigentlich schon super lang, das Video, deswegen werde ich jetzt hier einfach mal einen Cut machen. Und ja, wie gesagt, also es lohnt sich, das zu kaufen. Es ist wirklich super. Ihr habt jetzt den Unterschied jetzt mittlerweile raushören können. Ihr könnt ja nochmal zurückspulen. Das Auen habe ich mittlerweile jetzt schon wieder eingepackt und ab in den Schrank. Ich werde jetzt so das Maono benutzen, weil es ist einfach geil. Maono, thank you very much for this set. It is awesome. Einfach super. Vielen Dank. Vera, thank you. Maono Team, have a nice day. Thank you for watching my video. See you later, Alligator. Ciao mit V, das war euer Virus.